Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht nach wie vor mit großen Schritten in Richtung Ende der Saison, beziehungsweise Ende des Let's Plays. Es sind nicht mehr viele Folgen. Ich glaube, es sind jetzt noch zwischen um die 20, würde ich so mal in die Richtung gehen. Aber alles mit der Zeit. Das nächste Saisonspiel steht an mit der Partie gegen SV Werder Bremen. In der Champions League sind wir einen Schritt weiter gekommen, sind wir jetzt im Viertelfinale und jetzt geht's weiter in der Liga an Spieltag 26 mit dem Spiel gegen SV Werder Bremen. So, gucken, ob wir irgendwas haben. Ich habe jetzt schon wieder länger nicht gespielt, weil ich ja immer wieder so ordentlich Folgen im Voraus raushaue. So, okay, passt. Wieder sind ein bisschen angeschlagen, aber es sollte eigentlich uns nicht wirklich groß interessieren. Sollte eigentlich passen. Nur müssen wir halt ein bisschen durchwechseln. Jo, drin ist er. Passt. Na. Ah, schade, der wäre wahrscheinlich schön, wenn der Richtung Tor gegangen wäre. Egal, sei es drum. Müssen wir nicht nochmal unbedingt machen, alles. Und los geht's! Und hier außen Leroy Sané. Begleitet von Carvajal, aber den nimmt er nicht mit. Leroy Sané! Und die Flanke kommt auch fast noch an, aber. Die Schalker sind zu Hause top. Nicht ganz. Die beste Bilanz aller Clubs bisher. 12 Siege aus 12 Spielen. Das ist richtig. Ah, schade. Der Ball kommt gut. Mit der Faust kann er hier retten. Macht Sané! Klasse aufgepasst vom Torwart. Und wie das? Mehr Kraft. Ja, das gibt Eckball. Gute Idee auf jeden Fall. Die Flanke. Klasse, mit der Latte. Schalker machen direkt Druck von Beginn an. Wollen direkt zeigen, wer der Herr im Hause ist. Uja. Aber Bremen zeigt, versucht zumindest nochmal direkt drauf zu gehen. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Fröde. Gebre Selassie. Ach Mann, ich komme jetzt aber auch gar nicht mehr in Ballbesitz. Nee, der war auch nicht von ganz schön. Das kann er so definitiv besser. Schade. Also, aus Bremer Sicht, aber für uns Glück gehabt. Götze. Ah, der provoziert das Foul und das gibt es. Gibt der Schiedsrichter aber auch noch Geld dazu? Nee. Der nicht. Die nächste Partie der Bundesliga steht an für Schalke. Dann geht es auswärts gegen den FC Bayern. Oh, nach München danach. Richtig gute Partie werden, denke ich. Und dann könnten wir auch schon wieder den nächsten Schritt Richtung Titel machen, weil ich meine, wenn wir jetzt hier gewinnen. Keine Gefahr. Oder sagen wir es mal so, ich zweifle eigentlich keiner daran, dass wir den erneut den Titel holen. Die Frage ist immer nur, wann. Aguero. Aguero! Mal kurz aufs Kurze, ey. Einfach mal versucht, den Keeper zu überraschen, aber schade. Exos also. Den Ball kann er klären. So, schön. Marcelo. Der Verteidiger stört ihn. Ach, schade. Aber kommt Färbung raus. Hat er ja. Kommt ohne Probleme raus. Und leitet somit quasi auch schon den nächsten Angriff ein. Goretzka. Kann versucht jetzt ein bisschen über die Außen zu gehen. Nein, kommt aber nicht durch. Gebre
Selassie. Ja, schön dazwischen gegangen und gut provoziert. Er gibt das Foul und es gibt den Freistoß. Aguero probiert es jetzt. Beziehungsweise Götze. Ah, Scheiße. Jetzt ist es nicht mehr so dringend oder zwingend eher, aber... Naja, kann ja noch werden. Huntelaar. Nee, doch nicht. Oh, Fehlpass, den hätte der Huntelaar kriegen müssen. Dann wäre es wahrscheinlich noch gefährlicher geworden. Das Foul wird natürlich abgefangen. Was heißt, wie trägt er denn da jetzt? Freistoß für die Bremer. Greift den guten Angriff weg. Johansson. Bartels. Und da der! Die nächste Chance, Ralf Herrmann. Zur Ecke abgewehrt. So, Götze. Da kommt der Kopf. Und aber gehalten. Ralf Herrmann ohne Probleme. Ein gelungener Pass. Schießt er ihn rein. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. So, gibt Abschluss, 39. Minute. Immer noch 0:0, noch nicht wirklich. Irgendwas Zwingendes war es nicht, aber die Schalke hatten zwei Chancen. Johansson. Und die Bremer die auch eine werden. Vielleicht, aber. Johansson! Und das Tor! Wir kriegen es gerade irgendwie nicht so gebacken, da irgendwas zu machen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ein spektakulärer Treffer. Matip, Johansson so und drin. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, und dann vor der Pause. Aaron Johansson, dem 1:0. Für den SV Werder. Mann, das kann nicht sein. Ich krieg's jetzt gerade gar nicht mehr auf die Reihe, oder was? Starke Flanke. Da bist du jetzt überhaupt nichts mehr hin. Johansson, das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Diesen Treffer schauen wir uns gerne an. Das darf nicht sein, ey. Schon wieder Martin. Ja, der kommt da hinten nicht raus. Fährmann, wenn er rauskommen muss, muss er das Ding haben. Perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt. Kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Sané. Oh, nee. Galvez. Ja, 0:2 zur Pause. 2:0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Das ist irgendwie eine dicke Überraschung, definitiv. Das heißt, ich werde jetzt zwei Wechsel vollziehen. Hoffen wir mal, dass wir das irgendwie noch gedreht bekommen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Innerhalb von 5 Minuten zwei blöde Dinger bekommen. Und den Ball hat er im ersten sah Martip nicht auch so gut aus. Zweiten war Fährmann nicht dran. Aber jetzt ein Bolo mal. Im Bolo! Nein! Fast der Anschlusstreffer nach 48 Minuten. Aber das ist zumindest mal für die erste Chance, der eingewechselt wird. Im Bolo. Aber ich befürchte, wenn die Bremer hier das dritte das machen, dann ist das Ding durch. Für den Torwart. Endlich kann er sich auszeigen. Mann, das kann es doch nicht sein, das ey. Ein Stück weit das Selbstvertrauen geben. Die Dinger kommen nicht mehr an. Felix Groß. Gleich wird hier gewechselt. Die und dann Gäste schöpfert sich den Ball. Mann bringen. Alessandro Schöp. Aguero. 55. Er ist einfach einer der torgefährlichsten Spieler weltweit. Den kannst du nie ganz ausschalten. Jetzt drin das Ding 1:2. Schiff geht durch. Heute eine sehr gute und legt den Ball quer. Das Aguero dann. Bisher der Klasse und keine Chance alles rausgeholt, 1:2 was rauszuholen war. Und zwischendurch müssten ihm die Verteidiger einfach auch mal helfen. 2:1. Hier ist noch alles drin. Hier kurz der Hinweis auf den kommenden Gegner von Werder Bremen. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Spiel in der Bundesliga. Wenn Sie da bestehen wollen, dann müssen Sie über sich hinauswachsen. Die Gäste werden wechseln. Oh Gott. Gefährliche Flanke. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Wichtig, dass ich... Das gibt Freistoß.
Ach, Mann, Schiedsrichter. Eine Stunde rum, immer noch 1-2. Und ein Kopfball. Gut gehalten. Noch die Bremer wechseln zweimal. Und Chef. Fröde. Kommt aber nicht durch. Lorenzen. Kövedes. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss okay, er auch Freistoß geben. Gibt uns den Freistoß. Geis. Marcelo. Marcelo. Götze. Jetzt kann er seinem Gegenspieler mal ein bisschen entwischen. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockiert. Mario Götze, fast. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Und nun Götze. Götze nochmal. Souverän. Aber so nicht. Die Bremer haben es im Griff bisher. Und jetzt muss Max Meier kommen. Oder wird Max Meier kommen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Levent Ajicic. Ja, zweimal vor der Pause blöd gepatzt oder gepennt und dann... Bartels. Dem Rückstand laufen wir jetzt quasi noch Geil hinterher. Ist. Groß. Einwurf jetzt für uns. Einwurf. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir zumindest mal noch einen Punkt holen. Goretzka. Breel, Donald, Embolo, Bartels. Und jetzt ein Zweikampf. Geis. Da nimmt er ihm den Ball ab. Und der Geis kommt auch nicht durch. Ja, ich glaube. Souverän, er hat den Ball. Maler. Aguero. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Aguero an die Latte. Das wäre der Ausgleich gewesen. Ucha. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Mann, das kann es doch nicht sein. Ich krieg's gerade nicht gebacken, einen vernünftigen Angriff hinzubringen. Und dann gehen, gehen die Gegner schön an die Glatte. Ja, ist klar. Weiter geht es mit einem Einwurf. Fuck you, Alter. Fröde. Ja, das wird die erste Saisonniederlage werden. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Geis. Goretzka. Und selbst Schöpf, der war Schöpf von Goretzka wird abgefahren. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Ende durchaus. Bremen gewinnt. Schöpf. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Und der Schiedsrichter gibt doch Elfmeter! In der 95. Minute gibt er Elfmeter für uns! Könnten Sie die Führung hier verlieren? Es gibt den Elfer, völlig zu Recht. Überragend! Und Kraft hält! Ja, und klar, ein bisschen Glück gehört da auch dazu. Und das war's! Abpfiff! Kraft hält Elfmeter in der Nachspielzeit und das verlieren wir. Das war's! Niederlage! Ich weiß nicht, ob heute mehr drin war. Es hat eben am Ende nicht gereicht. Schon überraschend, dass Sie hier und heute verloren haben. Sie haben ja eigentlich die beste Heimbilanz derzeit. Davon war heute gar nichts zu sehen. Ne, das war's. Also 1-2, die erste Saisonniederlage überhaupt. Ja, müssen wir abhaken. Jetzt im nächsten Spiel rein. Das nächste Spiel rein. Ja. Damit haben wir tatsächlich nach 25 Siegen in der Liga in Folge durch die erste Niederlage kassiert. Schade. Naja, gut, kann man nicht ändern. War irgendwie auch verdient. Gut.